Ihr Lieben, ich habe heute mal einen Horrorroman für euch. Habe ich endlich mal wieder gelesen, habe ich endlich mal wieder rezensieren dürfen. Und zwar mache ich bei dem Buch auch bei einer Blogtour mit. Das Buch heißt Hell's Abyss 666, 666 aus dem Papierverzierer Verlag von dem Autor M.H. Steinmetz. Das ist nicht mehr das offizielle Cover, das wurde geändert. Das ist noch die alte Ausgabe. Das Buch ist eine Klappenbroschüre, das bleibt wohl gleich. Schaut mal da. Kostet 13,95 € und hat, da muss ich immer schauen, ja, um die 290 Seiten grob geschätzt. Wie gesagt, das Buch lässt sich in das Genre Horror einordnen. Es ist sehr, sehr blutig und natürlich auch mit Gewaltszenen und Sexszenen und SM-Szenen und ja, jede Menge Blut. Deshalb seid gewarnt. Worum geht's? Es geht um Lucy. Lucy ist der neue Stern in so einer Underground-Band oder Untergrundband in New York, die Sängerin davon. Und sie sind gerade so dabei, den großen Durchbruch zu erzielen und plötzlich hat Lucy Blackouts und wacht an Orten auf, wo sie sich überhaupt nicht mehr erinnern kann, was am Tag vorher passiert ist. Und meist wacht sie da irgendwo auf, wo dann auch einige Leichen zu finden sind, die auf bestialische Art hingerichtet wurden oder hingerichtet sind. Und sie merkt dann irgendwann, dass oder sie rutscht da in etwas rein, aus dem sie da überhaupt nicht rauskommt und erfährt dann irgendwann, dass da hinter diesen Morden, hinter diesen bestialischen Morden noch viel, 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 viel mehr steckt und viel mehr Unheimliches steckt. Wie gesagt, das Buch ist sehr blutig, klar, das erwartet man ja bei einem Horrorbuch, aber es ist jetzt nicht so flachblutig mit hier Zombie-Apokalypse und Gemetzel und, sondern es hat eine echt spannende und auch sehr tiefgründige Geschichte dazu und das hat man ja bei vielen Horrorbüchern eigentlich selten, da wird ja der Schwerpunkt auf den Gruselfaktor und auf den Ekelfaktor gelegt. Hier jetzt nicht, obwohl man diese Szenen natürlich drin hat, die gehören ja natürlich rein, sondern hier hat man auch eine echt coole Geschichte dazu. Lucy ist ein sehr spannender und sehr interessanter Hauptcharakter. Sie ist nicht so das dumme Naivchen, sondern sie ist, hat echt was auf dem Kasten und hat auch eine sehr schlimme und sehr krasse Vergangenheit, sodass man auch verstehen kann, warum sie so ist, wie sie ist teilweise und so handelt, wie sie handelt und dass sie das Schlimme, was sie da erlebt hat, eigentlich nicht geschwächt hat, sondern eher noch gestärkt hat und ja, wie gesagt, also ich fand sie wirklich einen tollen Charakter. Es war auch interessant, mal die Musikszene hier so ein bisschen zu betrachten und darüber zu lesen. Habe ich mich jetzt auch nicht so ausgekannt, bin ich jetzt auch schlauer damit. Und ja, wie gesagt, also für schwache Nerven ist es definitiv nichts und für schwache Mägen schon mal gar nicht. Dann sollte man es nicht lesen, denn ja, wie gesagt, es gibt die Szenen, die dann sehr blutig sind und wo ich auch dreimal schlucken muss, aber gut, ich bin Krankenschwester, mein Magen ist etwas abgehärtet, ich bin da einiges gewohnt. Wobei ich aber auch bei dem Buch öfters mal mir auf die Zunge beißen musste. Und ja, wie erklärt man es? Und die Galle etwas runterschlucken musste. Aber das ist okay, ich meine, das erwartet man auch bei einem Horrorbuch. Ja. Deshalb, wer Horrorbücher mal mit einer schönen Geschichte und mit einer wirklich komplexen Geschichte auch und einer gut durchdachten Geschichte mal lesen möchte, der sollte durchaus hier zugreifen, denn der macht damit überhaupt nichts falsch. Und ich sag, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.